Deswegen siehst du, guck mal, die erste Offenbarung, der Prophet, was ist passiert, wir haben es gesagt, wird gedrückt. Warum? Zeichen hier. Diese Botschaft ist mit Härte verbunden. Danach, nachdem er die erste Botschaft bekommen hat, vom Berg Hira, geht er zu Khadija, dann gehen sie zu Barak ibn Nawfal. Barak ibn Nawfal sagt das, Leitani jazahu, Leitani akunu hayyan, if yukhrijuka qawmuk. Wäre ich nur jung, ja, dann würde ich nur leben, wenn dein Volk dich rauswirft, dann würde ich dir wahrlich, würde ich dich mit Kraft unterstützen. Dann sagt der Prophet, zum Amukhrijiyahum, werden sie mich vertreiben? Sagt der Prophet, sagt der Barak ibn Nawfal, sagt er, na, لم يأتي رجل بمثله قد إلا أودي أو كما قال. Nie ist einer mit der Botschaft gekommen, außer dass er befeindet wurde. Das haben wir gesagt. Dann die ersten Offenbarungen, die Prophetengeschichten, immer die Geschichte von Kampf der wahren Gruppe gegen die falsche Gruppe, und dieser Kampf ist verbunden mit Verlusten. Der ist immer verbunden damit, dass du bekämpft wirst. Dann als nächstes, welche Offenbarung kommt überhaupt als zweites? Ja, ey, wurden wir dafür kumpfen. ربك فكبر وثيابك فطهر وروسك فاحجر ولا تمنن فاستكثر ولربك فاصبر. وعليكم السلام. Und für deinen Herrn sei geduldig. Das heißt, immer diese Botschaft, immer diese Botschaft. Die Prophetengeschichten, alle Geschichten von Bekämpfen der Botschaft. Ibrahim a.s. und nicht irgendwie Schleimerei. Verstehst du? Sondern Ibrahim a.s., beste Beispiel. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما سنت ديزي غوتسن اللي أنبيتت؟ قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين لها عابدين في حرب ونزول في موفيدة يفن يعمل سعن نبيتت أن زاد إبراهيم باس لأي 16 يارا عالت جنس نا أو تنتس أو ساقة دوتسن لقد كنتم أنتم وأباؤكم في الدلال المبين إيو أو فوفيدة يبعتشن دوتشن أختون Wenn du heute den Schirp des Kafirs in Deutschland angreifst, wenn du sagst, hier, guck mal, ihr Euer System ist kaputt. Eure Götter sind falsch. Dann kommen die Muslime angelaufen und sagen dann zu dir, hey, hört doch auf. Mensch, du musst Weisheit haben. Ach, okay, war Ibrahim nicht weise gewesen? Dann haben sie dann Beweis dafür, dass du nicht weise bist. Guck mal, wir sind ja noch harmlos. Ach, ich habe mich ja nie so, hab mich schon mal so hart geredet wie Ibrahim. Guck mal. Jetzt, dann sagen die, ja, okay, was ist jetzt der Beweis, dass du falsch bist? Guck mal. Und das ist so ein Schaden für die Dawa. Deswegen ist das Thema von dieser kleinen Selbst. Der größte Schaden für die Dawa ist, der Jugend zu vermitteln, dass die wahre Dawa nicht angegriffen wird. Warum? Jetzt die Frage, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala direkt am Anfang diese Geschichten erzählt? Bei Ibrahim a.s. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُكْتُلُوهُ أَوْ حَرِّكُوا Und das, die Antwort seines Volkes war nur, tötet ihn und verbrennt ihn. Musa a.s., der Prophet, der mit Namen namentlich am meisten im Koran erwähnt. Was ist da passiert? فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعُوا وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَكُمْ Was war die Antwort? Als er mit der Wahrheit von uns zu ihm gekommen ist, war die Antwort gewesen, tötet die Kinder, die mit ihm glauben. Das war der Bella damals gewesen. Heute in Deutschland, oder wir sind solche Luschen geworden. Oder was heißt wir? Alhamdulillah, wir sind noch nicht so schlimm geworden. Alhamdulillah, wir sind nicht so, wie es sein sollte. Aber wir sind zumindest nicht so. Wir sind zumindest nicht so, dass wir so sind, dass. Oh, boah, nee, nicht, dass ich nachher Probleme kriege. Nachher sagen die zu mir, Salafist. Boah, wir haben voll die Probleme in der Dawa. Ach, die sagen Salafisten zu uns. Ach, was sind wir? Wo sind wir gelandet? Ja, das schadet der Dawa. Das schadet der Dawa. Ibrahim ist ins Feuer geschmissen worden. Musa, die Kinder sind getötet worden. Das ist der normale Weg. Und du erzählst den Jugendlichen jetzt, ey, wenn du. Was heißt das? Guck mal, wir müssen nicht jedes Wort aussprechen, sondern Lisanul Hal, die redet. Die Zunge der Lage, die redet. Ja? Du musst nicht unbedingt sagen, du bist doof. Aber wenn ich zu dir sage, Bruder, 1 + 1 + 1 sind 3. Wirklich? Schreib es dir auf. Musst du verstehen. Das heißt, ich denke, du bist doof. Verstehst du so, wenn ich den Leuten erzähle, ja, oh, guck mal, was wir jetzt für Probleme bekommen haben. Ach so.
زعما في البروبليم يا دي ميدين هم غزات راديكال شو راديكال يا هم دي من بروفيت سوسا ما غزات يا und damit die Medien nicht mehr sagen, wir sind radikal, hören wir jetzt besser, ziehen wir uns ein bisschen zurück. Hat der Prophet sich zurückgezogen? Was haben die über den alles gesagt? Die haben gesagt über den genau das, was die bei uns sagen. Yufarriku bayna al-mar'i wa zawja. Der ist ein Zauberer, der, der trennt zwischen der Frau und dem Mann, der spaltet die Gesellschaft. Das sagen die heute, wir spalten die Gesellschaft. So, guck mal, hat der, was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht? Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam auf die Medien jetzt reagiert? Hat er gesagt, okay, ich höre jetzt auf, lass ich lieber sein, sonst könnte der Dawa schaden, weil sonst Abu Lahab hinter mir herläuft? Nee, der hat weitergemacht. Ja, okay, ja, ja, aber. Dann kommt immer ja, 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 aber, ja, aber. Achi, nix ja, aber. So ist es. Achi, es geht darum, dass die Wahrheit gehört wird. Deswegen heißt Dawa, Dawa. Die linguistische Bedeutung heißt Niederruf, nicht Hams, der hat nicht Hams genannt. Bei denen ist Dawa Hams. Und jetzt sage ich noch was dazu. Es ist kein Problem, wenn der ein oder andere aus Maslaha sagt, ich bin jemand, ich habe diese und jene Stärke. Ich bin zum Beispiel Tajwid-Lehrer. Und ich möchte nicht auffallen, ich möchte mich um eine Gruppe von 10 Personen kümmern. Und ich möchte mich darauf konzentrieren. Und wenn ich jetzt die öffentliche Dawa, diese konfrontative Dawa wird angegriffen, ja, die Tauhid verbreitet. Ich möchte mich auf meine Stärke konzentrieren und deswegen möchte ich dieser Sache aus dem Weg gehen. Ja, deswegen mache ich nur in meiner Moschee beispielsweise Moschee. Keiner hat was dagegen. Warum? Weil zur Zeit des Propheten a.s.w. nicht jeder Sahabi ist mit ihm zu Suqzil Majaz gegangen zum Markt und hat gerufen. Nicht jeder Sahabi ist mit nach Taif gegangen. Nicht jeder Sahabi ist mit zum Berg von Safa gegangen und hat gerufen. Sondern manche haben ihre Dawa weiter diese stille Art gemacht, dass man bestimmte Personen, bei denen man hofft, dass sie Islam an ihm anspricht. Das ist wichtig, aber bekämpfe nicht die notwendige Dauer, dass der Ruf des Tauhids gehört wird. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, warum, wie konnte es passieren, dass die Botschaft von Isa vollendet wurde. Da habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich gedacht, wallahi, ach, habe ich mir gedacht, habe ich an die Geschichte von Salman al-Farsi gedacht und an die Geschichte von Ashab al-Uqdud gedacht. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Leute, die noch das wahre Christentum in der Hand hatten, dass die sich zurückgezogen haben in ihre Kirche und haben nur dort gepredigt, aber haben nicht die öffentliche Konfrontation gesucht, damit das Wort verbreitet wird. Was heißt das? Auf der einen Seite hast du die Könige, ja, den Tarut, dem sein Ruf tausende Menschen erreicht. Auf der anderen Seite hast du den Daya, den Rufer zur Wahrheit, dessen Ruf 5 Mann erreicht. Als Beispiel jetzt, ja. Da habe ich mir gedacht, ach, subhanallah, am selben Tag gehe ich, will ich Tafsir gucken von Surat al-Hadid, letzte Seite. وَرَحْبَنِيَةٍ إِبْتَدَعُوهَا und Rahbaniyatin, die sie erfunden haben. Das heißt, Mönchtum, was sie erfunden haben. Er wird dann erzählt von Ibn Abbas, dass der Grund war, warum die Botschaft entstellt worden war, dass sie sich Rahbaniya zugetan haben, das heißt, nur die Moschee zurückgezogen haben, und haben es unterlassen, gegen diesen anderen Ruf anzukämpfen. Ach, subhanallah, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Genau das, was ich mir vorher schon gedacht habe. Und das ist genau das, wie der Scheitan heute wiederkommt. Du hast auf der einen Seite den Ruf, ja, der Bundesregierung, Ahmadiyya, die Kuffar von Ahmadiyya, ne? Das ist wichtig. Die machen Schulunterricht in Essen. Weißt du, was die Azhar sagt zu Ahmadiyya? Ich hab's schwarz auf weiß. Kuffar, no and wa aina. Es gibt einen Unterschied im Takfir. Takfir und no und Takfir und ein. Es gibt zum Beispiel manche Gruppen im Islam, da sagt man, diese Gruppe ist im Kufr. Aber die einzelne Person, die dieser Gruppe auch angehört, sagt man nicht, dass der Käfer ist, bis man Iqamat al-Hujjah gemacht hat. Und dann gibt es Gruppen, die sind so weit weg, dass die, man von vornherein sagt, jeder, der in der Gruppe ist, hat mit Islam nichts zu tun. Zu diesen Leuten gehören zum Beispiel
die Alawiten zum Beispiel in Syrien von Bashar al-Assad. Kuffar nau anwa'ina. Da gibt's kein Dings. Eine andere Sache ist zum Beispiel andere schiitische Gruppen, wo man zum Beispiel sagt, guck mal, die sagen zum Beispiel, der Koran ist entstellt. Wer das glaubt, ist Käfir. Aber der Einzelne in dieser Gruppe, die wissen über diese Sache zum Beispiel nicht Bescheid. Hier sagt man erstmal, okay, hier müssen wir erstmal Iklam und Al-Kölscher geben und klar machen, was in deren Büchern steht. Aber Ahmadiyya, so, die machen Schulunterricht. Da erreichen die vielleicht 100.000 muslimische Kinder. Dann geben sie so einem anderen Käfir in Münster, Muhammad Khurshid, ja, dem geben sie einen Lehrstuhl in der Universität Münster. Der Typ, Achi, der leugnet das Höllenfeuer. Achi, jede Seite im Koran steht was von Hölle, Paradies. Der leugnet das. Das ist der klare Kuffer. Achi, der Papst ist mehr Moslem als der. Der glaubt wenigstens an die Hölle. Verstehst du, was ich meine? Der hat mit Islam nichts zu tun. Dann haben sie den anderen Dalun Mudil, dem sie versuchen nach oben zu bringen in Süddeutschland. Das heißt, die versuchen mit Universitäten, die versuchen mit Schulen, die Jugend vom wahren Islam wegzubringen. Was ist der wahre Islam? Was ist der Tauhid, der heute angegriffen wird? Also der Tauhid, der heute angegriffen wird, ist nicht der Tauhid. Darf ich Tawassul machen mit einem Toten? Oder zumindest nicht in Deutschland. Sondern das, was heute angegriffen wird, ist Hakut al-Sharia. Dass Allah das Recht hat, dir zu sagen, was halal ist, was haram ist und so weiter. Sondern kommen wir, guck mal jetzt, und die wollen, dass wir schweigen. Warum? Weil wenn wir schweigen, können sie die Jugend beeinflussen ohne Gegenwehr. So, jetzt gehen die zu Leuten, die sich Salafis nennen, und sagen zu denen, ey, guck mal, wir wollen nur, Bruder, Wallahi, ich habe das, ich weiß das ganz genau. Bruder, diese Botschaft ist mir jetzt von einem Bruder gekommen. Die gehen zu unseren Leuten und erzählen denen, wie sie das mit Abu Talib versucht haben. Ey, guck mal, ihr seid ja gut und so, aber das, was diese Leute machen, die sind zu radikal, das schadet euch nur. Das heißt, die Wahrheit zu sagen, schadet euch. Und dann kommen die mit mekanische Phase und medinesische Phase. Ach, da fällt, Bruder, mekanische Phase, medinesische Phase ist nicht, wenn du über Dawa redest. Das ist, wenn du über Dschihad redest. Ich hab's mal mitgebracht, was Sheikh al-Islam. Und da gibt's Ikhtilaf.